Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, wo wir im vorhergehenden Part uns Pachira und Narziss gestellt haben. Und nun werden wir den linken Flügel noch besuchen und wir kommen im Rüstungssaal an. Alles klar. Dann gucken wir noch mal, was das sein soll, aber man kann es sicherlich schon denken. Okay, so. Also, wenn einem sowas entgegenkommt, da kriegt man schon Angst. Und das müsste dann echt ziemlich laut sein. Und tja, Jasmin wird den Anfang machen. Aka Meditalis. Und da gucken wir doch mal, was hier so Schönes reißen wird. Denn wir wissen ja, Kampf ist sehr effektiv. Willkommen, Edler-Trainer. Mein bescheidener Name ist Thymelot. Ich bin ein Mitglied jener Tafelrunde, die auch die Top 4 genannt wird. Ich kämpfe mit Pokémon des Typs Stahl. Möge dieses Duell ein Zeugnis ritterlicher Tugend und unseres Strebens nach dem vollkommenen Pokémon-Kampf sein. Und nun, lass uns zur Tat schreiten. Schon cool aufgezogen, die Nummer hier. Also, ich meine, er muss zwar ziemlich schwitzen da drin, aber das ist ja egal, ne? Das interessiert ja keinen. Also, Thymelot. Ach, und du setzt genau das Pokémon ein, was ich am Anfang nicht haben wollte. Nämlich ein Klavion. Tja, was machen wir da am besten? Ich meine, Kampf ist nur normal effektiv. Gift hat keine Wirkung darauf. Naja, Psychokinese können wir total vergessen. Also, ja, Durchbruch, komm. Wir machen einfach mal einen Durchbruch, mal gucken. Ja, gut, was frage ich eigentlich? Das muss sowieso reichen, das ist doch ganz klar. Also dann, Jasmin erreicht Stufe 84, sehr vorbildlich, Angriff plus 2, ja, da kann man nicht meckern. Also verdoppel das mal, 366, da kann man echt nicht meckern beim Angriff. Tja, was will man dazu noch sagen? Durengard! Dazu will ich nur sagen, dass ich das Pokémon erstmal wechseln muss. So, wir wollen ja vielleicht nochmal das doppelte Geld rausbekommen, deswegen setze ich jetzt mal wieder Frogger ein. Denn Frogger hat ja eine lustige Unlichtattacke und da Stahl, ja, also da Unlicht besser gesagt nicht mehr nicht effektiv auf Stahl ist, können wir jetzt wunderbar die Finsteraura anwenden. Achso, ja, Königsschild, wie konnte ich das denn vergessen? Na gut, machen wir es nochmal, zweimal kannst du es nicht einsetzen. Ja, Königsschild ist halt auch dazu gut, um in die Verteidigungsform wieder zu wechseln. Oh, jetzt greift er zum Angriff. Was hat er vor? Sanktoklinge. Das könnte wehtun. Das tut verdammt nochmal ganz schön weh. So, und jetzt wird er wieder ein Königsschild anwenden. Nein, tut er nicht. Ja, okay. Und außerdem, hier, Frogger hat doch ein bisschen ausgesetzt. Er ist gar nicht mehr so im Vorsprung. Also von daher, was soll's, ja? Als nächstes kommt Sherox. Da sollten wir mal schleunigst das Pokémon wechseln. Und zwar haben wir hier ein tolles Glurak parat, welches die Vierfachschwäche von Käfer plus Stahl ausnutzen kann. Denn beides ist anfällig gegen Feuer. Und wollen wir? Ja, komm, wir wollen. Also, damit es hier so richtig kracht, erstmal schön eine Mega-Entwicklung plus Flammenwurf. Na dann, viel Spaß damit. Das war ja auch dieses Glurak, was ich mir als Code abgeholt habe bei GameStop. Deswegen hatte es ja gleich diesen Stein. Aber naja, gut. Wenn es nun mal verteilt wird, dann kann ich das ja auch mal nutzen, ne? Kann man ja nun mal nichts gegen sagen. Zack. Also ich meine auch, wenn der Level deutlich niedriger gewesen wäre vom Glurak, das hätte es nicht überleben können. Allein schon aufgrund der Dürre. So, als nächstes Voluminas. Wir werden mal das Pokémon wechseln. Gleichwohl ich mir sicher bin, dass es mit Robustheit ausgestattet ist. Aber naja, ich meine, was will man denn anderes machen? Was will man wirklich anderes machen? Man kann nichts anderes machen, außer halt da erstmal schön mit... ja, warte mal, was machen wir am besten? Nee, ich muss es so oder so machen. Also deswegen erstmal Psychokinese, das wird nicht viel abziehen. Aber es wird keine vollen KP mehr haben. Ah, Lichtkanone, das zieht jetzt wie viel ab?
Naja, es geht ja. Hätte schlimmer sein können. Und jetzt können wir nämlich mit Durchbruch angreifen. Also, Gestahlstein, genau. Gestein, Stahl, eine Vierfachschwäche gegen Kampf. Und deswegen habe ich jetzt lieber mal versucht, so die, ja, Robustheit zu umgehen. Was? Die Kraft des Vertrauens zwischen dir und deinem Pokémon-Team übertrifft die meine? Ah ja, und ich kriege 26.000 Poké-Dollar. Sehr nett von dir. Oh, welch unvertrautes Gefühl befällt mich. Warum wird mir das Herz so schwer? Es erzittert unter der Last dieser Niederlage, gefangen im Zwiespalt zwischen Wut und Kummer. Damit ist es besiegelt. Du hast dich als eine mir ebenbürtige Gegnerin erwiesen. Vergiss nicht, auch nach dem nächsten Kampf ist deine Prüfung noch nicht vorbei. Hast du erst einmal die Tafelrunde der Top 4 bezwungen, wartet noch der Champ auf dich. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, bleib tapfer und besinne dich auf die ritterlichen Tugenden. Tja, ich überlege ja schon, oder ich habe ja schon im Hinterkopf, was nach Pokémon Alpha Saphir und Pokémon X kommen wird. Und nein, es wird nicht Omega Rubin sein. Das wird irgendwann später vielleicht mal Let's Played, aber es ist mir... Ich will vielleicht ein anderes Spin-Off Let's Playen. Pokémon Colosseum ist ja schon Let's Played, aber das war ja noch nicht alles, ne? Es gibt ja noch ein anderes Spiel. So. Ja, komm, nehmen wir hier einfach den Top-Trank, ist egal. Und jetzt müssen wir dann auch mal gucken, in welchen Raum wir jetzt kamen. Also Tümelot war ja gerade eben. Und jetzt sind wir im Draco-Saal. Tja. Die Sache ist... Warte mal, haben wir überhaupt eine Feen- oder Drachenattacke? Ja, natürlich, wir haben Glurak. Ah, komm, hier, Glurak. Der kann das ja auch schon reißen, hoffe ich. Also, wir gucken mal, ne? Na gut, der ist vom Level ja auch ein bisschen zu krass, aber egal. Das interessiert sowieso niemanden. Das mit den Flügeln erinnert mich ein bisschen an ein Pokémon Stadium 2, wer das gespielt hat. Als Siegfried da auch irgendwie der letzte Gegner oder sowas war. Das war schon ganz cool. Aber ja, wie gesagt... Warte mal, ich hab da was gegen Drachen, natürlich. Hier, Frogger hat doch da was sehr Effektives auf der Hand. Ach, wen haben wir denn hier? Ich freue mich immer über Besuch. Du bist sicher sehr stark, nicht wahr? Ein richtiges Energiebündel, wie mir scheint. Ach, was für eine schöne Überraschung. Ein Kampf gegen jemanden wie dich ist das perfekte Training für mein Team. Aber schön aufgeteilt. Zwei Männer, zwei Frauen. Drakena. Aber die haben halt auch immer solche Namen. Es scheint schon ein bisschen älter zu sein, aber je oller, desto doller, sagt man ja immer, ne? Und... Dieses Pokémon finde ich vom Aussehen her irgendwie sehr witzig, muss ich sagen. Moment. Tandrak. Ich weiß zwar nicht, welche Typkombination es besitzt, aber es ist ja auch egal. Wichtig ist, dass der Eisstrahl hier einiges raushaut. Das hätte ruhig mehr sein können. Donnerblitz kann das Vieh. Oh nein, und es kommt so, wie es kommen musste. Wir probieren es ganz einfach. Der RNG-Faktor dürfte auf unserer Seite sein, sofern es kein Volltreffer ist. Na gut, du kannst also Donnerblitz, habe ich das Gefühl. Was wirst du noch können? Du hast einiges Böses auf Lager, das sage ich dir. Aber zunächst erstmal in den Beutel gegriffen, denn wir brauchen ihn auf jeden Fall. Also Bälle. Nein. Statusheilmittel. Wir brauchen auf jeden Fall einen... Ach komm, wir nehmen Top-Beleber. Zack. Wir brauchen Frogger unbedingt. Heieieieiei. Und jetzt kommt noch die Matschbombe. Wow, was es nicht alles kann, das ist irre. Na gut, was machen wir jetzt als nächstes? Wollen wir es... Okay, wir megern uns erstmal. Und dann versuche ich es erstmal mit Egelsamen nochmal ein bisschen zu bepflanzen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann versuche ich gleich noch in die Offensive zu gehen.
Es darf auf jeden Fall noch nicht in den roten Bereich kommen. Alles kriegt man schon irgendwie hin. Also, Egelsamen erstmal. So. Ja, du kannst ruhig deine Matschbombe einsetzen. Das ist mir egal. Das zieht, naja, moderat Schaden ab. Da kann ich aber einiges überleben. Die Synthese bräuchte man natürlich nur, aber gut, die haben wir nun mal nicht. Tja, und dann versuchen wir jetzt einfach mal den Giftschock in der Hoffnung, dass der einiges an Schaden anrichtet. Gibt es eigentlich schon einen Drachenstahl-Pokémon? Ja, das ist nicht sehr effektiv, das ist mir schon klar. Ach so, ich glaube, das war ja selber Drachegift, ne? Kann das sein? Und wenn es jetzt besiegt wird, was es aber nicht wurde, werde ich jetzt erstmal das Toxin anwenden, da jetzt garantiert die Top-Genesung kommt. Genauso sieht es aus. So, und ich werde mich jetzt nämlich freuen. So. Ach, wie blöd, es ist doch Drachegift, habe ich gerade gesagt, oder? Ja, ich habe da mal was gesagt, ne? Moment. Dann... Du wirst ja jetzt garantiert keinen Donnerblitz anwenden. Ach nee, ich habe ja hier keine Psychoattacke drauf. Warte, dann müssen wir es so rumprobieren. Wir wechseln jetzt erstmal schnell Jasmin ein. Matschbombe, wie viel wird es abziehen? Ich hoffe nicht allzu viel. Aber natürlich wurde ich vergiftet, das ist doch sowas von klar. Es ist aber zum Glück nur eine normale Vergiftung, sodass Egelsamen die Vergiftung neutralisiert, hoffe ich zumindest. Naja, nicht ganz. Aber das ist ja nun auch nicht schlimm. Wir probieren es jetzt ganz einfach mit der Psychokinese. Wir probieren es jetzt ganz einfach, mal gucken, wie das ausgeht. Ja, das war klar. So, wieder eine Matschbombe. Die zieht ganz schön viel ab, das muss man noch dazu sagen. Und das Problem wird sein... Ja, das Problem wird ganz gewaltig sein. Okay, die nächste Top-Genesung wird kommen. Das war klar. So, die nächste Top-Genesung. Aber die Psychokinese... Ja, wie gesagt, mit einer physischen Psycho-Attacke hätte man da kein Problem. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder ein paar KP zurück. Und wie viel kriegt man jetzt wieder von 64 auf? Also 21 wieder. Naja, wir machen immer leicht miese, aber das kann man ja ausstallen in der Zeit. Aber Psychokinese sollte jetzt ausreichen. Ja, ja, ich habe da aber schon ein besseres Meditier. Also auf Lager, was natürlich auch ein bisschen koordinierter da abläuft. So. Ach so, jetzt kommt die Vergiftung aber blank. Na, das ist natürlich nicht so gut. Ja, Jasmin wurde durch das Gift verletzt. Aber wir möchten natürlich das Pokémon wechseln. Ja, die haben trotzdem was auf Lager. Ja, das muss man so schon mal sagen. Ich habe aber auch eine, naja, etwas andere Teamzusammenstellung. Das ist ja auch nochmal zu erwähnen. Und Altaria, du bist nun im Kampf. Also, so wie du jetzt bist, hast du eine Vierfachschwäche gegen Eis, da du ein Drache-Flug-Pokémon bist. Also, Tschüssikowski. Gegen den Spezangriff kommst du dann trotzdem nicht an, auch wenn es kein Step ist. Von daher, tschüssi. Das hat dir auch Stufe 70 redlich verdient. Ja, das kann sich sehen lassen, sage ich mal. Oh, versucht Nachthieb zu erlernen. Moment, Nachthieb war das diese, ach so, Anwender greift mit der ersten, ach so, hohe Volltrefferquote, nee. Bekannte Attacken behalten und aufgeben, das zu erlernen, genauso sieht es aus, so. Schön, dass sich der VM-Sklave auch mal meldet. Shadrago. Das war auch irgendein Drachen-Pokémon, das weiß ich. Aber welche Kombination es noch hatte, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch einfach nur Drache. Das kann ja auch sein. Ja, ein Doppeltyp zu haben kann auch nachteilig sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das tat weh. Das tat wirklich sehr dolle weh. Und du scheinst eine gute Spätsverteidigung zu haben. Na naja, gut, wir haben das Problem, es ist halt kein Step, ne? Das muss man immer noch bedenken. Wir haben leider nicht die versteckte Fähigkeit Wandlungskunst. Die haut nämlich richtig rein. Und Glurak erreicht Stufe 83. Yay. Und ein Uhafnir. Ja, Uhaft. Wir kommen in Uhaft oder was? Schnüffler. Yay.
Schnüffler, das bringt dir aber auch wenig. Ich werde dich jetzt nämlich mit einem Eisstrahl ganz einfach besiegen. Du siehst nämlich sehr flugfähig aus, deswegen. Ja, Uhafnir Tschosikowski. Die Vorentwicklung hieß ja, glaube ich, FM. Warum auch immer. Na sowas. Was, das etwas schon? Tut mir leid, komm doch wieder mal vorbei. Leider gibt es keine Rematches. Also in diesem Sinne. Ach, was für ein schöner Anblick. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach herzallerliebst. Das war's schon? Mehr hast du nicht zu sagen? Na gut. Mach's gut, besuch mich bald wieder. Sowas aber auch, du hast alle Mitglieder der Top 4 besiegt. Auf diese Leistung kannst du echt stolz sein. Herzlichen Glückwunsch. Achso, die sagt immer dann im Nachhinein noch was. Alles klar. So, und dann sollte sich das Tor öffnen. Okay. Es hat sich geöffnet. Das heißt, im nächsten Part werden wir uns dem Champ stellen. Und ich steck mal schnell das Ladegerät ein. Okay. Nachdem das Ladegerät eingesteckt wurde, werde ich diesen Part auch an dieser Stelle wenden. Wir werden uns also dem Champ stellen, aber wer wird das sein? Schaut einfach im nächsten Part wieder vorbei und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon X sieht man sich.